freies Rat-Tutorial. So sollte es auf jeden Fall am Ende aussehen. Als allererstes musst du auf jeden Fall ein sicheres Rad mit beiden Händen und mit einer Hand können, ganz wichtig. Jetzt musst du ein bisschen mehr abspringen und deine Hände immer mehr weglassen, damit du ein Gefühl dafür bekommst. Ich würde dir empfehlen, das erstmal mit einer Erhöhung zu üben. Und da auch immer mehr versuchen, die Hände wegzulassen. Das kommt mit der Zeit, ihr müsst einfach nur viel üben. Wenn du das geschafft hast, dann brauchst du die Erhöhung erstmal nicht und wir fangen mit der Technik an. Wir fangen erst mit einem kleinen Sprung an, damit du auch viel Schwung hast. Dann ziehst du das erste Bein, was hochgeht, ganz schnell auf die andere Seite. Dann kommst du auch ganz schnell rum und richtest dich dann ganz schnell wieder auf. Und so sollte es am Ende aussehen. Ich wünsche euch ganz viel Glück!